für den Ritt von William Buick, dem Stalljockey von Charlie Appleby. Erle Stadler, die Diana-Siegerin. Auch Lordano ohne Probleme eingerückt. Und dann warten wir nur noch auf den Derby-Sieger auf Palladium. Er kommt Stück für Stück heran in den Händen von Burjan Mosabayev für Mehlmühlenstiftung. 62. Preis von Europa, alles startklar. Boxentüren auf an der 2400 Meter Marke für dieses Europa Gruppe 1 Rennen. Alle sechs Kandidaten zunächst einmal gut abgesprungen. Wer übernimmt die Spitze? Es ist kein Tempo im Feld, keiner möchte so wirklich gehen. Und dann macht es die Gaststute aus Irland. Trevenance also führt vor Palladium an der Außenseite, vor Rebels Romans, vor Lordano an der Innenseite, dann straight und heute mit anderer Taktik Erle aus der Reserve geritten. So geht es unter ihrem Beifall an der Kölner Haupttribüne vorbei und Trevenance führt mit exakt einer Länge Vorteil vor Palladium an der Außenseite. Innen ist Lordano, drittes Pferd, vierter ist Rebels Romans, fünfter an der Innenseite straight und sechste und letzte ist Erle. So geht es durch den Scheibenstraßenbogen mittlerweile hindurch. Wir schauen mal auf das Tracking-System. Das ist alles andere als ein zügiges Tempo, was Shane Foley vorgibt dort mit Trevenance. Eine Länge Vorteil vor Palladium, vor Lordano an der Innenseite. Der ist dritter, viertes Pferd außen, Rebels Romans, fünftes Pferd ist straight und sechste und letzte ist Erle. So geht es die Gegenseite mittlerweile hinunter an der 1400 Meter Startmarke vorbei. Es gibt keine Positionsveränderungen. Das Tempo bleibt konstant gleich, das Shane Foley vorgibt mit Trevenance. Eine Länge dahinter, Palladium in den Händen von Burjan Mosabayev. Drittes Pferd innen, Lordano mit René Picholek. Vierter ist Rebels Romans, William Buick. Fünfter straight innen, Tore Hammer Hansen. Und sechste und letzte bleibt Erle mit Adri de Vries. Ausgangs der Gegenseite über den Übergang 1000 Meter im Mehlmühlenstiftung, 62. Preis von Europa. Es gibt überhaupt keine Positionsveränderungen, denn Trevenance kann vorne den Takt bestimmen, wie es ihr Reiter Shane Foley möchte. Vor Palladium, der ist aufmerksam außen, dann innen Lordano, vor Rebels Romans, dann straight und dann ist es Erle. Es wird gleich die Tempoverschärfung geben, wo es auf die letzte Ecke zugeht. 600 Meter im Preis von Europa. Trevenance führt vor Palladium, vor außen Rebels Romans, der in die Entscheidung gebracht wird, vor Lordano, vor straight und dahinter ist es dann Erle. Trevenance führt, Trevenance vor Palladium, vor Rebels Romans, der jetzt ins Rollen kommt. Straight dahinter auf freie Bahn beordert Lordano zum Zuschauen. Verdammt, Rebels Romans geht nach vorne, Rebels Romans vor straight an der Außenseite, Palladium an der Innenseite, Trevenance, Rebels Romans straight, was ist denn hier los? Straight an der Außenseite mit Rebels Romans innen, Rebels Romans, der hat so viel Klasse, der lässt den eiskalt abtropfen, Rebels Romans gegen straight, der läuft dennoch riesig, dann Lordano, dann war es Trevenance, dann Erle und dann Palladium, was für ein tolles Rennen und was für ein sensationelles Pferd, Rebels Romans zum zweiten Mal im Preis von Europa Siegreich. Vorläufiger Einlauf, sechstes Rennen des Tages, Mehlmühlenstiftung, 62. Preis von Europa, siegreich die 2, Rebels Romans, William Buick, zweites Pferd war die 3, straight, Tore Hammer Hansen, dritter die 1, Lordano, René Picholek, vierter die 4, Trevenance, Shane Foley und fünfter die 6, Erle, Adri de Vries. Vorläufig heißt das 2, 3, 1, 4 und die 6.
So, und jetzt auch für diejenigen im Livestream die Information. Wir werden jetzt gleich ein Siegerinterview mit Thorsten auf dem Geläuf führen, dann einmal kurz nach Mannheim gehen, dort den Renntag eröffnen und pünktlich zur Siegerehrung vor dem ersten Rennen in Mannheim werden wir wieder hier zurückkommen nach Köln, damit Sie die Siegerehrung vom Preis von Europa natürlich mitverfolgen können. Also das für diejenigen, die am Bildschirm sitzen, die kurze Information, wie es bei uns im Programm gleich weitergeht. Ja, und hier